In Krankenhäusern wird jede zusätzliche Pflegekraft, jede neue Stelle finanziert. Also es können unbegrenzt viele eingestellt werden. In der Altenpflege in einem ersten Schritt 13.000 neue Stellen. In jeder Pflegeeinrichtung soll was davon ankommen. Der erste Schritt ist, die Stellen zu finanzieren. Das machen wir mit diesem Gesetz. Der zweite wird es jetzt sein, gemeinsam mit den Arbeitgebern, mit den Pflegeverbänden mehr Pflegekräfte zu finden, mehr Auszubildende, Menschen zu begeistern, zurückzukehren in die Pflege, auch Fachkräfte aus dem Ausland. Wir werden alle Register ziehen, um die Stellen zu besetzen. Aber der erste Schritt ist jetzt, sie zu finanzieren. Nein, damit sind ganz klar nicht alle Probleme gelöst. Das wäre auch vermessen, das zu glauben, aber es ist ein erster Schritt zur Lösung. Es geht ja darum, es auch konkret Schritt für Schritt besser zu machen im Arbeitsalltag der Pflegekräfte. Und das tun wir mit mehr Kolleginnen und Kollegen, mit einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mit Investitionen ins Digitale, um etwa die Dokumentation zu reduzieren. Also ein erster Schritt, aber eben erst der Beginn einer längeren Reise. Gezahlt wird das durch die Beitragszahler zur Krankenversicherung, zur Pflegeversicherung. Klar ist, wenn wir mehr Pflegekräfte wollen, wenn wir sie besser bezahlen wollen, wenn wir bessere Arbeitsbedingungen wollen und auch mehr Unterstützung für Pflegebedürftige und ihre Angehörige, dann kostet das auch mehr und das schlägt sich dann eben etwa in der Pflegeversicherung in den Beiträgen nieder. Wir können uns dann gute Pflege leisten, wenn die Wirtschaft wächst. Das ist die entscheidende Voraussetzung, denn wir haben jetzt Spielraum, wegen guter Arbeitsmarktzahlen, wegen wirtschaftlichen Wachstums in der Pflege zu gestalten. Aber klar ist, mit mehr Pflegebedürftigen, mit mehr Pflegekräften, die wir auch gut bezahlen wollen, wird Pflege teurer werden. Ich finde übrigens, weil Eltern, weil Familien die künftigen Beitragszahler großziehen, sollen sie einen geringeren Beitrag zahlen müssen als andere. Denn sie sorgen dafür, dass das System auch in 15, in 20, in 30 Jahren noch funktioniert.